So, liebe Tischtennisfreunde, und damit herzlich willkommen hier bei einem neuen Video auf dem Hauptkanal heute mal. Und ja, wie ihr vielleicht sehen könnt, ist jetzt im Hintergrund hier das DTTZ in Düsseldorf, wo ich von Spinside eingeladen wurde, an einem etwas, ja, wirklich sehr coolen Lehrgang teilzunehmen. Und zwar hat ESN Digital ein System entwickelt, womit Spin Speed, Balltreffpunkt und die Höhe des Balles gemessen werden kann. Und wir werden heute an einem Elite-System quasi trainieren, was auch schon in Ochsenhausen für Spiele, glaube ich, eingesetzt wird. Und bei Truls Morgard in Schweden steht das, glaube ich, auch. Und ja, heute wird mal ein bisschen was dazu getestet. Und warum das Ganze jetzt hier auf dem Hauptkanal läuft, ich möchte euch darum bitten, weil der Zweitkanal, da wird jetzt demnächst einiges passieren, und zwar im Bereich Lehrgänge, Training, Material und auch Innovation. Ja, da werden Interviews auch geführt mit Firmen, mit Spielern, mit Vereinen, und ich möchte euch ganz gerne darum bitten, dass ihr den Kanal bitte abonniert und bei den Videos sowieso gerne ein Like da lasst, aber was wirklich mir wichtig ist, dass ihr da das Ganze kostenlos supportet mit einem Abo, damit quasi auch der Content, der dort produziert wird, der auch ein bisschen aufwendiger ist, was auch Fahrten angeht, was auch Produktion angeht, dass das quasi auch ein bisschen viraler geht. Und ein Abo, wie auch hier auf dem Kanal, ist halt umsonst. Müsst ihr einfach nur unten auf den Subscribe und der Abo-Button klicken. Und damit habt ihr mir schon geholfen. Wie gesagt, der Lehrgang heute mit Spinside Digital wird in der Tischtennisschule von Andro stattfinden, hier in Düsseldorf. Ich habe eben auch schon Dank Chu gesehen. Und ja, bin echt gespannt. Hermann Mühlbach wird das Ganze leiten. Ich habe nachher noch ein Interview mit ihm gemeinsam. Und ja, habe eben auch schon mit dem Benjamin gequatscht von Spinside, also wirklich super Kerl, hat richtig Bock gemacht, man kann richtig das Feuer in seinen Augen sehen über das System, was er so erklärt. Und ja, freue mich gleich schon am Lehrgang teilzunehmen. Die eine Hälfte des Lehrgangs hat Training bei Danny Heister, mega, ja, und die andere Hälfte hat quasi dann den Lehrgang beim Spinside System, ja, bei dem Elite-System, und dann werden so in den zwei Trainingseinheiten, die wir haben, wird dann jeweils die Gruppen dann wechseln. Und ja, echt cool, richtig, richtig cool. Genauso wie da auch nochmal ein riesen Dankeschön an meinen Ausrüster Deeper und an den Racket Outlet Store, wo ihr auch noch immer mit dem Code TTGermany20 natürlich 20% sparen könnt. Da wird ein Trainingsraum bei mir zu Hause entstehen, und in diesem Trainingsraum wird dann quasi auch Material getestet, beziehungsweise wir werden da Hölzer testen und Beläge, und dann nicht nur normal Offensivbeläge oder Hybrid oder chinesisch klebrige, sondern auch dann mal Anti-Spin-Beläge und auch Noppen. Und da ist auch mit ESN Digital ist da auch was in Planung. Aber ich glaube, da kann ich jetzt noch nicht so viel vorwegnehmen. Und ich werde jetzt auch dann im Lehrgang einige Aufnahmen machen. Und wir werden da ein bisschen was zu erklären. Oder die Jungs werden was dazu erklären, besonders der Hermann wird was erklären. Und ja, wäre ganz schön, wie schon erwähnt, wenn ihr dann da ein Abo und Like bei den Videos da lasst. Ja. Und ich glaube, der Kanal hat jetzt knapp 700 Abonnenten, also die 300 sollten wir noch schaffen, das wäre echt super. Und dann kann ich da mit dem Content auch richtig durchstarten. Und ja, freue mich auf jeden Fall auch auf euer Feedback dazu. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr dazu haltet, ob ihr eher so oldschool eingestellt seid und sagt, sowas brauche ich nicht, oder ob ihr sagt, boah, geil, Zahlen und ein bisschen mehr zu Belege, weil ich will gerade in der Belagrichtung, will ich ein bisschen tiefer in die Materie reingehen. Bedeutet Oberflächenbeschaffenheit, Noppenstruktur, Schwammaufbau, ja, und dann dementsprechend auch dann die Hölzer mit den Belägen vergleichen, wie das dann aussieht bei einem Defensivholz, Around, Off Minus, Off Plus, mit Carbon, ohne Carbon, siebenschichtig, fünfschichtig, ja, und damit man einfach auch mal dann den vergleichbaren Wert hat.
und dass man auch das richtige Material für sich findet, weil ich finde immer, was mir persönlich ganz wichtig ist, das habe ich auch damals, ich habe vor 3 Jahren eine Schulung bei Butterfly gekriegt für Material und habe auch ein halbes Jahr bei Butterfly gearbeitet. Und was mir halt immer persönlich wichtig war, ist, dass die Leute von dem Material, was sie jetzt spielen, zu dem Material, was sie dann spielen wollen, keinen zu großen Sprung machen, dass sie dann quasi beim Training oder beim Einspielen sagen, boah, geiles Material, kontern, Topspin, läuft super, und dann nachher im Spiel Angst haben, weil man dann, um das Material zu kontrollieren, dann schon ein etwas gehobeneres Level haben muss und man nachher 250 Euro ausgegeben hat und man kann damit nicht spielen und es macht keinen Spaß. So, und das ist auch eigentlich so mit der Hintergrund bei dem Zweitkanal, dass man einfach Leute so ein bisschen mehr berät, dass man so ein bisschen mehr in die Belag- und Holzstrukturen reingeht und dass ihr dadurch einen Mehrwert habt und einfach so eine etwas gröbere Beratung. Wenn ihr Fragen habt zu eurem Material und ihr mal was anderes spielen wollt, könnt ihr mir auch gerne per Social Media schreiben über This is Table Tennis Germany bei Instagram. Und ja, dann würde ich sagen, danke, dass ihr mir zugehört habt, und wir sehen uns dann hier bei dem Hauptkanal. Hier wird es nämlich überwiegend, also hauptsächlich, auch keine Interviews mehr geben. Hier gibt es wirklich nur Spielmaterial aus den Ligen und von Turnieren. Und das ganze andere, Interviews, Lehrgänge, Training, Technik, alles drum und dran, findet ihr dann auf dem Zweitkanal. Also wir sehen uns dann im nächsten Video. Danke fürs Zuhören und tschüsschen.